Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Rezension zu Julia Kuhns Ravenhall Academy Teil 2. Ich habe euch ein paar Schnipsel aufgenommen von ganz frisch, als ich das angefangen habe zu hören. Und zur Story kann ich ja nicht besonders viel sagen. Es handelt sich um einen zweiten Teil. Unsere Protagonistin Lily geht aufgrund ihrer besonderen hexischen Geburt nach Irland und soll da quasi mehr über ihre Magie lernen und dort lernt sie dann halt auch sehr viel und erlebt auch ein paar kleinere Abenteuer, muss nämlich einige Zutaten für einen Trank zusammenstellen und lernt dann natürlich auch neue Leute kennen und dann kommt es natürlich zum großen Showdown, wo dann aufgedeckt wird, was eigentlich hinter diesen ganzen Ereignissen aus Band 1 steht. Und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, wie so die Live-Aufnahmen sind. Hallo! Licht ist wieder bummig hier bei mir. Ich bin gerade in der Küche unterwegs und putze. Und dabei höre ich die Ravenhall Academy Teil 2. Und ich muss sagen, jetzt fallen mir so ein paar Sachen auf, wo ich sagen würde, okay, ja. Beim ersten Buch war ich also sehr begeistert. Ich war super in der Stimmung auch für ein Jugendbuch. Jetzt habe ich A Song to Raise a Storm zwischendrin gehört und muss sagen, irgendwie jetzt fehlt mir da schon was bei der Ravenhall Academy. Es geht nicht mal um die Liebesgeschichte, sondern die Protagonistin ist irgendwie, ich weiß nicht, kennt ihr die Autorin? Julia Kuhn ist ja als Julie Reads auf Instagram unterwegs und die hat halt gestartet mit ganz, ganz vielen Fotos von sich, also wo sie mit drauf war. Und immer in so einem total aufwendigen, mega schönen Setting und sowas. Dadurch ist sie ja dann auch so groß geworden, denke ich mal. Auf jeden Fall war das so ein bisschen ihr Markenzeichen. Und jetzt, und dadurch hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, sie kennengelernt zu haben und so ein paar ihrer Charakterzüge. Jetzt höre ich dieses Hörbuch und glaube darin, ganz, ganz viele Charakterzüge der Autorin zu entdecken in der Protagonistin. Und das finde ich irgendwie auf der einen Seite spannend, weil ich ja nur anhand ihrer Posts denke, dass sie auch so tickt wie die Protagonistin, wenn ihr versteht, was ich meine. Und sie ja gar nicht wirklich kenne. Trotzdem hat die Protagonistin so viele so Eigenschaften, wo ich sagen würde, ja okay, die hat die Autorin halt safe von sich selber mit reingeschrieben, was ich nicht schlimm finde, weil ich glaube, das kann man gar nicht vermeiden als Autor oder Autorin, auch immer so ein bisschen was von sich reinzupacken, weil man selber die Person ja auch nun mal schreibt. Und jetzt merke ich halt so ein bisschen, dass da eben ein paar Sachen sind, die ich nicht so schön finde an der Protagonistin, weil Lily dann doch so, ja, wie soll ich sagen, antriebslos manchmal ist. Also sie wird von den Umständen dazu gezwungen, Dinge zu tun. Und das finde ich immer sehr schade, weil ich mir denke, der Protagonist, ja okay, der braucht auf jeden Fall einen Anlass, um etwas zu tun. Der ist ja nicht einfach so, geht der los und sagt, so jetzt mache ich die und die Aufgabe. Aber ihre Aufgabe im zweiten Band ist jetzt irgendwie so einen Trank zu mischen und sie sagt halt so, ja kannst du diese Blume nicht für mich sammeln gehen, die an so einem voll gefährlichen Ort ist? Irgendwie so, warum solltest du wollen, dass jemand anders das für dich tut, wenn das doch gefährlich ist? Klar, okay, jetzt ist die andere irgendwie eine krassere Hexe als sie, aber trotzdem finde ich das irgendwie komisch. Sie scheint mir manchmal so ein Couch-Potato zu sein. Also nicht, dass sie sich selbst das nicht zutraut, sondern dass sie halt extrem ängstlich ist und extrem faul und deswegen Sachen nicht machen will. Irgendwie so erscheint mir das gerade. Und dann auch immer so Sachen wie, dass sie keine eigenen Entscheidungen treffen kann irgendwie, wenn alle Entscheidungen werden für sie getroffen. Und sie ist so total hilflos zum Beispiel. Im ersten Teil hatte sie ja immer diese Freundin dabei. Und im zweiten Teil jetzt ist sie halt nicht mit in Irland. Und jetzt verlässt sie sich halt voll auf ihre Hündin. Und dauernd raschelt irgendwas im Gebüsch und da kommt jemand vorbei, der halt auch voll interessant ist. Und dazu muss ich auch sagen, warum ist einfach jeder Mann, den sie trifft, also jeder Junge, direkt so, dass sie ihn total toll findet?
Ich finde das so voll schwierig, weil ich mir denke, so, kannst du irgendwie nicht mit Jungs auch interagieren, ohne sich direkt zu verlieben? Finde ich ein bisschen schwer. Und es kommt halt immer alles so passend. Also, weiß nicht, sie ist auf der Suche nach einem Kleid, das sie für einen anders anziehen kann. Und ihre Hündin hilft ihr bei der Auswahl. Und das Kleid ist leider zu luftig für Irland und deswegen, naja, will sie es nicht anziehen. Aber gerade als sie es zurück ins Regal steckt, wie auch immer, hängt, kommt halt ihre Gastgeberin und hat zufälligerweise heute in der Stadt einen Umhang gesehen, einen grünen Samtumhang, den die Autorin auf der Frankfurter Buchmesse getragen hat, der halt zufällig total gut zu dem Kleid passt. Also solche Sachen halt. Also es ist irgendwie mir zu viele Zufälle, wenn ihr wisst, was ich meine. Also irgendwie so random Zeug. Fällt mir gerade so auf. Gefällt mir nicht. Ich bin mal sehr gespannt, wie es weitergeht und ob ich dem Buch dann noch was abgewinnen kann. Also den ersten Teil, wie gesagt, fand ich ja sehr gut. Und den zweiten bin ich jetzt schon so ziemlich skeptisch irgendwie. Ich weiß nicht, ob es einfach an meiner Leseeinstellung liegt oder ob er einfach wirklich ein bisschen schwächer ist. Wir werden sehen. Hallo, ich nochmal. Ich habe einfach eine Minute weitergehört gerade. Und die Protagonistin soll auf so einen Ball gehen. Du hast ein Fest. Und der Typ, den sie da in Irland getroffen hat, kommt halt auch mit, weil ihre Gastgeberin ihn darum gebeten hat, dem beim Tragen zu helfen. Und dann gehen die so gerade aus der Haustür raus und dann ist die Gastgeberin so, ah, oh, ich habe voll Kopfschmerzen, ich bleib doch zu Hause. Und die Protagonistin ist so, oh nein, jetzt muss ich mit dem alleine auf diesem Fest gehen und dann werden wir wohl den Abend zusammen verbringen. Und ich denke so, ja, okay, es ist irgendwie so ein bisschen zu gelegen gekommen gerade irgendwie. Also da denke ich mir so, dann geht doch zusammen hin und dann geht die Alte halt weg oder so. Aber stattdessen ist sie dann so, ah, oh, nee, ich hab gerade einen Augenanfall, ich geh mal nach Hause. Das ist irgendwie so ein bisschen over the top irgendwie, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Okay, es geht weiter. Der Typ, den sie getroffen hat, ist der Sohn des Bürgermeisters. Was, überhaupt nicht irgendwie Ähnlichkeit hat mit irgendeinem Typen aus Band 1, der vielleicht der Sohn des Schulleiters war. Und naja, er ist auch einfach ganz anders als sein Vater. Was, glaube ich, schon mal jemand in Band 1 gesagt hatte. Und ja, jeder denkt ja auch immer, dass er irgendwie anders ist. Dabei ist er doch gar nicht so. Ich finde das irgendwie so scheiße. Also es ist einfach nur eine Wiederholung von Band 1, aber an einem anderen Ort. Ich finde es voll langweilig. Guten Tag. Weiter geht's. Ich bin jetzt bei 1,5 Stunden vor Schluss. Und ich habe jetzt herausgefunden, warum das Buch mir nicht gefällt. Und zwar finde ich, gibt es keine Story. Es gibt nur eine Aneinanderreihung völlig irrelevanter Szenen. Und wenn man alle unnötigen Sachen wegstreichen würde, gäbe es halt original kein Buch. Und das ist mir jetzt gestern schon aufgefallen beim Hören und heute dann nochmal. Wenn ich verstärkt darauf achte, halt, es ist tatsächlich so, dass jede Szene quasi so aufgebaut ist, dass die Lilly eine Aufgabe bekommt. Die soll sie lösen und dann sagt sie erst so, das will ich aber nicht, du bist doch viel stärker als ich, mach du das mal. Und dann muss sie das aber aus irgendeinem Grund selber machen, dann macht sie das auch und dann passiert irgendwas ganz schrecklich Schlimmes und dann wird es aber easy peasy gelöst, weil sie hat immer eine stärkere Hexe dabei. Oder es gibt halt einen Zaubertrank, der das sofort wieder wegmacht oder keine Ahnung. Das ist mir so voll verstärkt aufgefallen und ich finde es richtig, richtig scheiße, weil das ist ultra langweilig. Normalerweise schreibt man halt, also. Es gibt so eine Methode, der Brandon Sanderson nennt das in seinen Lectures, die Ja-Aber-Nein-Und-Methode. Und zwar ist eine Szene halt ja eigentlich nichts weiter als ein Konflikt. Ich hoffe, ihr hört mich, hier kommt gerade ein Flugzeug. Und mit dieser Methode
schafft man es halt, dass der Protagonist in immer schlimmere Schwierigkeiten gerät, weil das ist ja eigentlich das, was man in einer Story erreichen will. Und mit dieser Methode macht man halt am Ende eines Konflikts, ist halt ja, der Konflikt ist gelöst, aber es gibt noch einen viel, viel größeren Konflikt, der dadurch ausgelöst wurde. Oder nein, der Konflikt wurde nicht gelöst und darüber hinaus ist noch das und das passiert, was das Ganze noch schlimmer macht. Und normalerweise agiert man halt anhand dieser Methode, also idealerweise. Ich muss auch sagen, ich selber zum Beispiel kann das nicht so richtig und ich glaube, das ist etwas, das lernt man auch und man muss da halt sehr, sehr aktiv darauf achten beim Schreiben und daran arbeiten und ich glaube, das tun die wenigsten Leute. Und hier finde ich aber, ist so ein ganz krasses Beispiel dafür, warum das so wichtig ist, diese Methode anzuwenden, weil die Story halt wirklich einfach nicht existent ist und unglaublich langweilig dadurch. Also es ist einfach wirklich bei jedem möglichen Konflikt löst jemand anders das Problem für die Protagonistin und das ist mein Problem an der Sache. Die gerät dann schon in so Situationen wie, keine Ahnung, der Geist ist stärker als er sein sollte und sie gerät in Gefahr, aber sie muss nicht wirklich über sich hinauswachsen, um dieses Problem zu lösen, sondern es ist halt jemand anders da, der das für sie macht. Und das finde ich leider sehr schade. Es wurde jetzt auch in den letzten 2 Hörstunden immer öfter gesagt, ja Lilly, du bist so eine tolle Hexe geworden und du hast deine Magie so gut unter Kontrolle und sowas. Aber ich als Leser empfinde das einfach gar nicht so. Ich habe das Gefühl, dass die noch nicht mal gecheckt hat, wie Magie funktioniert. Und ja, also ich finde das einfach überhaupt, empfinde das gar nicht so. Und eigentlich sollte ja der Leser finden, dass der Protagonist krass gewachsen ist. Aber wie soll der Protagonist wachsen, wenn immer jemand anders seine Probleme für ihn löst? Geht ja gar nicht. Und naja, ich sehe hier halt auch den roten Faden nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde, Teil 2 ist einfach wirklich eine 1:1 Wiederholung von Teil 1. Und Teil 1 ist halt okay, dass sie da erst das Hexenleben und so kennenlernt und Zaubersprüche lernt und im Unterricht ist und sowas. Aber am Ende von Teil 1 gab es so einen Mini-Showdown und ich finde, daran sollte angeknüpft werden in Teil 1. In Teil 2, wird aber nicht, sondern sie hat einfach original alles vergessen, was da passiert ist. Und jedes Mal, wenn sie das Gefühl hat, so mit der Person, die da involviert war, ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl mit der, also irgendwas scheint da nicht zu stimmen, sagt sie dann so, ja, aber das ist jetzt nicht wichtig, ich ignoriere das jetzt. Das ist irgendwie so richtig komisch. Dabei verhalten sich alle auch richtig seltsam ihr gegenüber. Also ich finde das alles irgendwie so, die Protagonistin hat gar keine eigene Motivation, das Rätsel zu lösen und den Feind auszumachen und zu bekämpfen, sondern die macht einfach immer weiter mit ihrem Akademieleben, nur halt jetzt irgendwie in einer anderen Akademie. Also ich finde das alles nicht gut gemacht, nicht gut gelungen. Teil 1 hat mir halt sehr gut gefallen, ja, aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, auch jedes Abenteuer, das sie durchmacht, ist gar kein richtiges Abenteuer, aber sie stellt es immer so dar, als wäre das voll das Krasse gewesen, als hätte sie voll was Krasses geleistet. Und alle anderen sind halt auch, wenn noch, ey, wirklich, ich sage es euch in diesem Hörbuch, wenn noch einmal einer sagt, bei Hexen, die an Vollmond in einer Walpurgisnacht geboren sind, ist das so, dann kriege ich wirklich einen Anfall. Und die Autorin schreibt auch, einfach bei fast jedem Mal, wo jemand die Protagonistin anspricht, ohne dass sie den direkt kommen sieht, sagte eine mir bekannte Stimme hinter mir. Und als ich mich umdrehte, stand da, blickte ich in 2 so und so farbige Augen. Und ich fand das halt so, ja, okay, ein paar Mal ist das cool, aber nicht jedes Mal. Also da muss ich echt sagen, hat mir die Wortwahl auch gar nicht gefallen einfach, also vom Schreibstil her. Aber ansonsten ist tatsächlich dieses inhaltliche irrelevante Zeug, das die Protagonistin die ganze Zeit erlebt, mein Hauptproblem mit dem Buch. Eigentlich mein einziges Problem. Also, ja, schade. Ah ja, und zusätzlich dazu ist mir jetzt auch gerade noch eingefallen, fand ich heute besonders beim Hören irgendwie, ist mir aufgefallen, dass die Konflikte, die da entstehen, halt so total gestellt sind. Also man hat gar nicht das Gefühl, dass das wirklich jetzt wichtig ist. Und dass es überhaupt Sinn ergibt. Zum Beispiel ist sie total sauer auf diesen einen Typen, der Jason-Ersatz ist in diesem Buch. Weil er sie so hart belogen hat, so wie Jason das auch gemacht hat. Aber in Wahrheit hat er ihr einfach nur nicht gesagt, dass er irgendwie Mitglied in irgendeinem Hexenrat ist.
wo ich mir denke, das ist doch total irrelevant. Warum sollte jemand dir das erzählen? Ja, übrigens, ich bin übrigens Mitglied im Hexenrat. So, das ist voll unnötig. Und dann ist sie sauer auf ihn, weil er vergessen hat zu erwähnen, dass er mal, also dass er den Jason kennt. Obwohl sie ganz am Anfang, als sie den kennengelernt hat, schon so eine Referenz gebracht hat, wo ich dachte so, ja, okay, dann wissen wir ja schon, dass, wer das ist. Und dass er halt eine Connection zum Jason hat. Und dann ist sie so voll sauer deswegen, wo ich mir denke, aber der kennt dich doch gar nicht. Warum muss er dir erzählen, dass er eine Vergangenheit mit dem hat, dass er den kennt? So, hä? Warum sollte der das tun? Das ist übel unnötig. Und sie macht daraus halt so ein, du hast mich betrogen, ich kann dir nicht vertrauen. Wenn ich gewusst hätte, dass du eine Vergangenheit mit dem hast, dann hätte ich dir nie vertraut und so. Ich mir denke, aber warum? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Also nur weil der den kennt, heißt es ja nicht, dass der ein Arschloch ist oder so. Also das ist wirklich sehr komisch. ich muss so lachen gerade. Die Protagonistin hat den Raben von Jason auf dem Arm und sagt, und dann kommt der Sohn vom Raben von Jason zu ihr und sie sagt, die beiden sehen sich so ähnlich. Ja, es sind fucking Raben. Alle Raben sehen sich ähnlich. Willst du mich verarschen? Das ist voll dämlich. Noch nie so einen Scheiß gehört. Also, wie ihr seht, bin ich tatsächlich von Band 2 überhaupt nicht begeistert. Das hat mir null gefallen und ich finde es sehr, sehr schade, dass es so ist, aber es ist leider so. Ich fand den Auftakt eigentlich sehr stark. Natürlich ist es ein Jugendbuch und das ist auch okay so, aber ich persönlich fand es einfach gar nicht gut gelungen, leider. Es hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht, das zu hören. Ich habe unendlich lang dafür gebraucht und es hat einfach in mir irgendwann nur noch so ein Gefühl von, boah, fuck, ich muss das noch zu Ende hören, ausgelöst und das war einfach wirklich nicht so schön. So viel dazu. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Tut mir irgendwie leid, aber ich habe jetzt halt auch keine Lust, die Moonlight Academy irgendwie von ihr zu lesen, weil ich glaube, dass sich da nicht viel geändert hat. Also ich kann mir vorstellen, dass Band 1 wieder ziemlich cool ist und dann Band 2 vielleicht nicht so. Ich weiß nicht, irgendwie schreckt es mich einfach ab, dass mir Band 2 so sehr nicht gefallen hat. Ja, so viel dazu also. Trotzdem kann ich natürlich nur sagen, unten in der Infobox findet ihr den Link zu Storytel. Da könnt ihr das ganze 45 Tage kostenfrei testen, was lang genug ist, um dieses Buch zu hören oder Teil 1 zu hören. Also schaut gerne einfach mal vorbei und ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen wunderschönen Tag.